So, letzte Folge für heute Abend. Weil dann sind die 4 Stunden voll. Vom Abendstream. Und wir haben 23 Uhr. Dann kann ich nämlich auch langsam in Richtung Bett gehen. Damit ich morgen in der Frühe wieder da bin. So, die Anbausachen waren ja erledigt. Wir haben ein bisschen Nahrungsmittel. Dann lass uns mal jetzt eben mit der Karawane hier unten den Typ abholen. Toll, eine Medizin. Nimm die beiden Schlafsäcke mit. Irgendwo auf dem Gelände liegt eine Puma-Leiche. Ja. Weißt du, wann das Spiel endet? Ach, guck mal, wir sind in einem halben Tag da, weil nicht Winter ist. Das schaffen wir alles an, also mit dem Essen. Ja. Das passt schon. Achso, Teile eines Raumschiffs sind in der Nähe aufgeschlagen. Demontiere sie, um Einzelteile zu bekommen. Alles gut. Haben wir jetzt noch jemand, der als Aufseher arbeitet? Ja, Vicky kann da ab und zu mal vorbeischauen. Es wäre echt schön, wenn wir noch einen zweiten hätten, der sich um die Pflanzen kümmert. Interessante Gefängniszelle. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das linke Auge erhalten bleiben konnte, dadurch, dass wir... Ja. Dadurch, dass wir den mit Maschinengewehr getroffen haben. Aber so ist das halt. Was ist das hier für ein Stream, wo einfach irgendwelche Leute im Stream nie sagen? Der Bolschewismus ist über uns gekommen. Was? Ein Hinterhalt von was? Vom Meerschweinchen. Nee, von einem Chinchilla. Es ist ein Killer-Chinchilla, der die Leiche hier hingelegt hat. Keine Betten im Kolonistenwohnhaus verfügbar. Du meinst jetzt hier vor Ort. Okay, er kann kein Arzt sein.
und hat keine Haare. Was wir machen könnten, ist, glaube ich, den Schlafsack hinlegen. Obwohl, ihr könnt den ja gar nicht aufbauen. Weil ihr keine Bauarbeiter sein könnt. Ah! Ihr könnt ja nicht sein, ihr seid ja nur Kämpfer. Tja, Junge, hast du Pech gehabt. Weil wir gehen jetzt einfach wieder. Oder wir schleppen den einfach mit. ...2,6 Tage, 0,3 Tage müssen wir hungern. Ah ja, ich könnte ein provisorisches Bett machen, aber ich mache einfach die Karawane und dann tragen die den. Er könnte an extremen Schmerzen sterben auf dem Weg. Ah ne, die haben den automatisch verarztet. Kein guter Zeitpunkt. Das war aber mein Fehler früher. Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe dann angefangen, den zu... Ja, habe dann ein Bett gebaut und habe den angefangen zu verarzten. Dabei kann man sich einfach direkt verpissen und den einfach einpacken. Na, hoffen wir mal, dass wir den Rick umschießen dürfen. Und das reicht dann, dass die abhauen. Wie viel kannst du noch aushalten? Gibt doch nicht. Ja, guck mal, Ankunft 1,8 Tagen, dann schaffen wir es auch mit dem Verderben des Essens rechtzeitig. So, haben wir noch Pflänzchen angepflanzt, kann Jordepaul nochmal mit dem Gefangenen reden. Vor allem ist die 73, die lebt da nur einen Sommer.
Entschuldigung, muss mal eben Kraftstoff auffüllen. Danach kannst du gerne nochmal essen. Boah, Raldoran frisst uns die Reispflanze weg. Dämliche Tiere. Lasst uns unsere Nahrungsmittel. Der Esel soll mit dem Gefangenen reden. Ja. Oh ja, ich will mich euch anschließen. Richtig dicker Mobs da unten. Tja, theoretisch könnte Vicky noch ein paar Mahlzeiten machen. So, Nashorn hat auch viel Fleisch. Aber so ein Nashorn ist auch sehr wild. Neue Mufflo-Herde. Mö, mö. Jordelpower können sie als Sexsklave für Lin anbieten. So ein Esel mit einer Frau in einer Art Schermbewegung. Vor allem eine 73-jährige Frau. Ja, ich glaube, den Fetisch hat's noch nicht gegeben in der Menschheit. Und, wie ist das neue DLC? Ist grandios. Als wenn man einen Zauberstab hat und sich 8 Milliarden Wünsche erfüllen könnte mit dem DLC. Ah, der Scout kann wieder selbst laufen. Wir werden für ihn auch einen Schlafsack mitnehmen können. Aber mit etwas Glück sind wir bald schon 6 Leute in der Kolonie. Nachdem ich schon kurz vor der Auslöschung war. Was alles Neues im DLC wirst du auch sehen können auf der Steam-Seite, da ist das nämlich aufgelistet. Anstatt, dass ich es heute zum 11. Mal mache. So. Jetzt also
auch unsere Dauerputzkraft wieder da. Ihr zwei könnt Jagen aufgeben. Du kannst gerne jagen mit deinem Bogen. Und für den Scouter für dich haben wir auch noch einen Bogen. Weil der Typ mit Pistole ist vorhin geflohen. Auch wenn du mir jetzt Honig um den Mund schmierst, werde ich nicht nochmal alles zusammenfassen. Es geht um Königreiche. Damit habe ich alles zusammengefasst, was im DLC drin ist. So, und er ist als besserer Aufseher jetzt auch da. Dakios psychische Unterdrückung. Eine Baronin der Fraktion Imperiumismus möchte gerne zusehen, wie primitive Oberflächenbewohner mit Katastrophen umgehen. Sie schlägt dir das folgende künstlich erschaffene Desaster vor. Ein psychisches Unterdrückungsfeld über Duisburg wird das Bewusstsein der männlichen Person für 7,9 Tage beeinträchtigen. Dakios wird sich das Spektakel aus weiter Ferne mit Hilfe einer Drohne anschauen. Als Kompensation für deine Mühen wird sie dir via Transportkapsel einige Gegenstände schicken. Syphokus-Helm und Silber. Ja, inzwischen haben wir Männer. Früher, also es gab eine Zeit, da hatten wir nur Frauen. Ich glaube, ich möchte nicht mich durch eine psychische Belastungswelle oder sonst irgendwas gerade ärgern lassen. Moment, Kacke, jetzt hauen die schon wieder ab. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich mit denen irgendwas handeln kann. Versuch den noch zu erwischen. Sie prügeln sich nämlich gerade noch auf unserem Feld. Danke, Sarolon, für Prime-Abo. Immerhin 3 Medizin. Ach, sehr schön, du kochst auch, ne? Nicht so gut wie die andere, aber wenigstens etwas. Berger, du musst ihn erschießen, bevor er dich tötet. Geht doch.
Hast noch mal Glück gehabt. Sollten sich prügelnde Personen auf deinem Territorium um Leben, also ums Leben prügeln, wird das meine Schuld am Ende sein? Ich kann nichts dafür. Ach, endlich, der Reis ist fertig. Dann können wir auch eine Tür hier vorne mal einsetzen. Dann können wir hier drüber die Ernte reinbringen. Das ist ein gutes Jahr für eine gute Ernte. Wir haben genug menschliche Leichen hier platt gemacht. Stamm von Bringer ist der Häuptling gestorben. Neuer Häuptling ist Schildkröte Bankai. Okay, unfähiger Koch. Es wird hoffentlich keine so schlimme Lebensmittelvergiftung sein wie die letzte, die wir hatten. Warum habe ich das nicht ein Feld weiter rüber gemacht? Das macht doch viel mehr Sinn. Was kann ich dafür, dass du nackt bist? Ah, psychische Beruhigung. Sie wachen jetzt mit 25% höherer Wahrscheinlichkeit mit Morgenlatte auf. Muss das in den Speisesaal sein, Berger? Das hier gesehen übrigens. Hier wächst das ein bisschen schneller, weil da höhere Fruchtbarkeit ist auf dem Gelände. Während hier gerade mal bei 78% sind, waren hier die Sachen schon fertig. Macht schon viel aus, fruchtbarer Boden. Hallo Black. Ich will es nicht sagen, aber langsam stabilisiert sich die Kolonie. Meteor landet in den Schlafkammern. Das Spiel ist doch nicht kompliziert. Das Spiel ist wie Urlaub. Nur wenn du Pech hast, wirst du gefickt. Seit wann darf eigentlich der Esel wieder in die Kammer rein? Ach verdammt, wann ist das denn passiert? Darf der gar nicht. Warum war Railran in der Speisekammer?
Wie immer Stellaris oder Elite, ein weiß, was kompliziert ist. Oder Hearts of Iron 4. Oder EO 4. Obwohl ich... Das Problem ist einfach, Stellaris finde ich gar nicht so kompliziert. Ich finde Stellaris bedeutend logischer als Hearts of Iron oder EO 4. Weil Hearts of Iron hat einfach so viele Ebenen, auf die du dich begeben musst und da rumhantieren. Das hast du bei Stellaris nicht. Stellaris kann es auch gewinnen, wenn du eine Kartoffel bist. Finde ich jedenfalls, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil ich nie, also mit Stellaris nie so Probleme hatte. Ich preise mal unser Monument vom Anfang aus. Ab! Verdammte Hacke! Kann doch Deutsch! Vicky soll nicht versuchen, den anzuwerben. Das soll schön der andere machen. Der drückt den Widerstand auch schneller. Kann ich ihren Aufenthalt noch irgendwie schöner gestalten? Mit einem schönen Sessel zum Beispiel. Komm mal her, Eroy. So, ihr seid doch Waffenhändler. Ach, euer Waffenhändler ist der Dicke hinten. Das Insektengelee wird eh nicht verwendet. Moment, das machen wir alles weg. Nur das Messer aus Plastahl behalten wir. Und dafür kaufen wir Medizin. Weil es kann immer noch passieren, wenn ich jetzt irgendwie eine Grippeepidemie habe oder die kriegen irgendeine, durch irgendeine Aktion, werden die krank, bin ich einfach am Arsch. Vicky kann auch forschen, wenn sie fertig ist damit. So, jetzt ist nämlich luxuriös gemütlich.
Verdammt. Reichtum ist immer noch mittelmäßig, ist aber um 200 Punkte gestiegen zum vorherigen Mal. Die Schwierigkeit des Anwärmens ist wahrscheinlich auch zu hoch mit 84%. Wir werden einfach noch 10.000 Jahre daran rumbasteln. Und Vicky wird wieder forschen, sobald Zeit ist. So, Berger, du bist untätig. Dann lass nochmal schauen. Wildschweine, Eichhörnchen, die Nashörner tötest du nicht. Die Bumalupe auch nicht. Tja. Keine neue Herde. Richtig gemütlich. Oh, danke. Schenk mir einfach ein bisschen Silber. Bau schon mal ein fettes Gästezimmer. Die hochnäsigen Adeligen, die du bekommst, beziehungsweise ja. Gästezimmer wäre ganz schön. Aber jetzt nicht. Ach, die war eh weiblich. Die hat durch die Bestrahlung von den vernünftigen Schießmichtotwellen eh nichts mitbekommen. Ich will die haben. Aufgabe verfügbar, die unschuldigen Schildkröten. Hat eine Anfrage für dich. Sie möchte, dass du dich in Duisburg für 25 Tage um 14 Schildkröten kümmerst. Die Schildkröten sind Euphemias Lieblingstiere und sie will, dass sie auch mal die Welt außerhalb ihres königlichen Hofes sehen. Nach einer bestimmten Zeit, 25 Tage, wird ein Shuttle kommen, um die Schildkröten abzuholen. Falls du sie lebend auf das Shuttle bringst, wird wer immer die Quest annimmt, 9 königliche Gunst von der Fraktion Imperium des Mondes erhalten. Du musst die Schildkröten bei Duisburg behalten und darfst sie nicht fortschicken. Mir verhungern ja meine aktuellen Tiere schon. Ja, irgendein doofes Tier hat Essen weggenommen. Es geht nicht darum, dass irgendeine Pflanze besonders schnell oder besonders langsam wächst. Tiere fressen
meine Pflanzen. Steuert die bösen Nachzörner zum Boden. Zu spät. Fünf Sekunden liegt das Nashorn rum und schon wird's gefressen von meinem Tier. Mein Gott, die dürfen sich unbegrenzt bewegen, weil die transportieren können. Weil sonst bleibt die Ernte jetzt 8 Jahre auf dem Feld liegen. Da habe ich keine Lust drauf. Oh, Bumalupe wurde zahm. Nee. Obwohl, sie hat Bumalupe-Milch. Trotzdem. Welche Kleidung von dir ist zerrissen? Das Hemd. Ich weiß, dass sie beim Schlachten explodiert, deshalb erschieße ich sie auf Distanz. Aber erstmal schlachten wir die Nashörner. Da ist die Bumalupe. Für dich machen wir jetzt einen extra Bereich. Dann darfst du in diesem Bereich leben. Auf Distanz gegen Feinde einsetzen. Die Weibchen geben Kraftstoff beim Melken, aber es ist ein Männchen mit einer Milchfüllung. Hergestellte Produktion von Chemikalien bildet die Bumalupe einen großen Sack voll instabiler Chemikalien auf ihrem Rücken. Auch wenn sie für ihre Größe schwach und zerbrechlich ist, haben andere Tiere gelernt, ihr aus dem Weg zu gehen.
gute Bullenmilch. Wobei sie aber keine Milch erzeugt, sondern Treibstoff geben kann. Ich möchte aber nicht die Boomalupe bei mir haben. Ich mag es nicht, mit Tieren zusammenzuleben, die explodieren können. Gute Nacht, Black. Kann ich eigentlich Tiernahrung nur aus Heu machen? Ne, aus Fleisch und pflanzlichen Zutaten. Aber hier steht nur benötigt ein Nahrungsmaterialien. Ich glaube, ich habe das schon mal versucht. Ich schlachte die Boomalupe doch eh gleich weg. Jetzt wollen wir nicht, dass es ihr zu gut geht. Ich stelle mich überhaupt nicht an, ich will nur keine Boomalupe haben in meinem Revier. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich genug Zeit habe, die auch separat irgendwo hinzulegen. Oder beziehungsweise einfach zu sagen, okay, ihr könnt jetzt da hinten nach Hause und wir können euch auch ernähren. Ich kann meine eigenen Tiere nicht ernähren. Jetzt geht's natürlich gerade, weil wir Frühling haben. Ich kann die natürlich auch bei Gegnern reinschicken. So, kriegen wir auch hin, das Geothermie-Kraftwerk zu erforschen. Nur wenn ihr Zeit habt, das ist nicht so wichtig. Da kommt die Krankenstation hin. So, tragen schon welche einen schönen Cowboy-Hut. Und ich muss auch die Ressourcen nach draußen bringen. Stahl und so weiter muss nicht drin gelagert werden. Und die ganzen Steinarten können auch raus. Auf den Hof. Na, Gold darf ruhig drin lagern. Holz muss auch drin lagern, weil das verrottet. Ja, dann nicht. Plastall auch nicht. Doch, Plastall verrottet auch. Stahl verrottet aber nicht.
einfach Menschenfleisch für Trockenfutter verarbeiten. Ja, aber muss ich die Menschen schlachten? Ich glaube, das gibt ein psychisches Problem bei meinen Arbeitern. Kannst du dem Gefangenen Kleidung geben, damit er dich mag? Bestimmt. Irgendwie. Sehr schön. Geothermalkraftwerk. Teppichherstellung, damit ich mal die 8000 Leder loswerde. Hast du nicht einen Psychopathen? Das heißt, solange nicht, dass dieser Psychopath in der Lage ist, zu kochen. Ach ja, der darf ja da rein. Ja, das Männchen produziert auch Kraftstoff, das den männlichen Samen der Lust produziert ist. Menschenjägerhase. Ist halt nur egal gerade. Komm her, Hase. So, wenn wir schon dabei sind und gerade hier stehen. Da rächt sich keiner mehr. Vor dem einfällt, irgendwelche Tiere von mir zu essen. Wie ist das eigentlich mit Dächer abstützen? Ab wie viele Felder muss da denn ein Stützen hin? Zwölf mal zwölf ist, glaube ich, Maximum. Ohne Stützen. Und trotzdem mache ich bei den Räumen schon Stützen hin. Vor allem jetzt die Säulen, die einfach schöner sind, als wenn man einfach nur ein Stück dahin setzt. Also das mit der psychischen Störung, das machen wir nicht. 25 Tage. Das heißt, wir haben im Herbst auch noch, die dann hier rumlungern. Ein Schiefermeteorit. Vor allem ohne Scheiß, jetzt haben wir schon Jugust. Hab schon wieder das Gefühl, so als wenn der Frühling einfach super schnell vorbeiging und ich noch keinmal Kartoffeln ernten konnte. Ach ja, mein Geothermiekraftwerk, das sollte ich auf jeden Fall noch bauen.
Was nennt dich am Gewächshaus? Gewächshaus kostet 4 Strom. Geothermiekraftwerk erst erforscht. Geothermiekraftwerk wird jetzt gebaut. Geothermiekraftwerk ich in der Lage, ein Gewächshaus im Winter zu betreiben? Weil ich glaube 3600 Strom im Verhältnis zu 2600 Strom für Solarlampe. Beziehungsweise künstliche Sonne. Ne, 2900 sogar. Hat es schon mal die Situation, dass die Hälfte der Partygäste durch Meteorit getötet wurden? Nein. Weil ich musste noch nie bei Rimworld weinen. Ihr habt ihn. Mein Gott. Rauschmittelfaszination. Stubenhocker und Psychopath. Aber ein guter Koch. Ein psychopathischer, guter Koch. Nein, du sollst nicht rumliegen und nichts machen. Ach, du behandelst ihn ohne irgendwas dabei. Qualität der Behandlung ist nicht gut. Vielleicht schafft das ja. Er ist jung. Sie ist jung. Dann ess eben deine Mahlzeit, aber dann baue oben endlich das Ding auf. Ja. Ach, Trag gefällt etwas mehr. Ja, du kannst bei der Schlachtbank sagen, dass nur ein Kolonist was ausführen darf. Das ist richtig. Oder auch beim Gegenstände herstellen. Och, Raidoran denkt, Morris ist seine Mutter. Dass Vicky so ein Laufkrüppel ist, ne? ...61 Widerstand und dann noch... ...99% Schwierigkeit der Anwerbung. Der wird also sehr lange hier sein. Ich habe keine Hundezucht, ich habe eigentlich nur 2 Huskies am Anfang gehabt. Und die haben 2 Kinder bekommen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich die Tiere nicht mehr so wie die Pest vermehren wie früher.
bei RimWorld, ey. Da hast du ja ein Tier gehabt und das war ja ständig trächtig. ...3600 Watt. Sehr schön. Dann können wir erstmal auf die verzichten. Ich habe sogar, ja, drei Geysire in der Nähe von der Basis. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt machen wir den Break bei 56 Minuten Folge. Und so viel ist gar nicht passiert. Außer verteidigen, einen anwerben. Lynn weigert sich ja immer noch. Obwohl der Widerstand, das wird alles besser. Und unser Typ ist gar nicht so schlecht. Elbe auf Aufseher. Kann doch nicht sein, dass wir solche Probleme haben, hier Leute anzuwerben. Echt anstrengend. Und warum schafft unsere Kühlanlage jetzt nicht mehr... Aber die Huskies hier durchlaufen. Alles läuft hier durch. Und es ist wahrscheinlich zu warm oder zu kalt draußen. Moment, sonst vergesse ich das mich bis nächste Mal, wo ich das Spiel anhabe. Was soll das? Nein, nicht ausruhen! Warum ist diese dämliche Kühlung? Da ist ein Waschbär in meinem Kühlhaus. Die Heizungen können theoretisch aus, ist aber, weil ich keine Batterien habe, eh irrelevant. Weil die schalten in sowas wie einen schwachen Leistungsmodus, wenn die nicht heizen müssen. Dann nehmen die halt nur 18 Watt auf. Aber ja, schützen wir die Umwelt. So, jetzt machen wir einen Break. Kolonie sieht so aus, kann man mit leben. Bis jetzt. Immer noch 5 Leute, aber 6. und 7. sind ja eigentlich parat. Und Jordepower hat bis gerade überlebt, weil er ein Esel ist.